Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Wir sind mitten im Getümmel. Für mich beginnt heute eine neue Aufnahmesession. Es wird wieder auf 2 bis 3 Folgen hinauslaufen. Ich bin bester Dinge. Ich feiere es, dass ich hier mitten im Kampfgebiet aufgehört habe. Und ich hoffe, dass es niemals endet. Und ja, wir sind aber im Grunde genommen auch schon fast durch. Wir haben nämlich ein Monster hier noch zu erledigen und ein paar Kisten noch zu öffnen. Ey, in meinem Kopf habe ich immer noch die Range von Alisa oder Markias. Ich weiß nicht, ich habe gerade X gedrückt und bin davon ausgegangen, dass gleich irgendjemand irgendwas schießt. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, hier mit Laura unterwegs zu sein. Aber es hat beim letzten Mal gut funktioniert und es wird auch beim diesem Mal gut funktionieren. Genau, genau. Deutsch ist meine Stärke, definitiv. War schon immer so, wird sich nie ändern. Hier ist das Paradebeispiel. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt, das wollte ich eigentlich noch sagen, dass wir hier 4 Poms haben. Ich glaube, Rekord beim letzten Mal, das weiß ich sogar noch, ist 5 Male gewesen. Also 3 Stück, nicht Male. Ich habe heute voll den Sprachfehler. Das fängt ja schon mal gut an. Das fängt ja schon mal gut an. Keine Ahnung, wo die Reise hier heute hingeht. Ich habe nämlich beim letzten Mal vorgestern gespielt. Da habe ich dann tatsächlich aber auch nur 2 Folgen geschafft. Und deswegen mache ich das jetzt immer häppchenweise, da wo ich gerade zeitliche Lücken finden kann. Und das sind dann immer so ein bisschen meine Tageshighlights, muss ich sagen. Und das wird heute nicht anders sein. Oder, Herr Reen? Es ist kurz vorm Level-Up, wollte ich gerade sagen. Und da ploppt das auch schon auf. Oh, guck mal, Hearty Powder wird hier gedroppt. Wir wissen alle, was das bedeutet, ne? Das ist das Zeug, was ich nie kaufen konnte. Es wird einige neue Möglichkeiten eröffnen, Rezepte auszuprobieren. Ich habe übrigens wegen den Red Moon Rose Sachen mal geguckt und bin schon wieder komplett irritiert, weil eigentlich am 28.08., also der Tag, den wir jetzt gerade haben, ja, also hier in-game, der sollte ein weiteres Exemplar abwerfen. Und zwar bei einer älteren Dame namens Daphne, die sich im Haus 1 in Le Gram befindet. Und das Ding ist, ich habe, bevor wir hierhin aufgebrochen sind, habe ich eigentlich alles erkundet. Ich weiß also nicht, warum ich das nicht bekommen habe. Kann mich jetzt nur wieder drauf verlassen, sage ich mal, dass vielleicht in den Evening-Zeiten hier irgendein Buch noch rübergereicht wird. Das wäre schön. Aber ich bin ja eigentlich mit dem, also mit der Vervollständigung zumindest ganz gut durch. Außer hier habe ich jetzt an der Shell gemangelt. Okay, dann gucken wir mal. Diese Rhino-Viecher waren ja die, die uns diese Shells hier und da mal gedroppt haben. Ich sehe hier allerdings gerade keinen. Wobei ich hier auf der rechten Seite war, glaube ich, kurz vor Abschluss der letzten Folge ein... Hier war mal einer. Aber der hat das scheinbar gespeichert. Ich dachte für einen kurzen Moment, dass eventuell, wenn du abspeicherst und das Spiel nochmal neu lädst, dass vielleicht auch die ganzen Gegner respawnen. Aber der hat sich scheinbar wirklich den Ist-Zustand gemerkt, den wir beim letzten Mal hatten. Okay, 2 Lampen noch und das Monster. Ach, da ist es auch schon. Okay, sehr faszinierend. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt alle Lampen exchange, dass ich das Spiel dann nicht zurück in die Stadt schmeiße oder so. Weil eigentlich würde ich gerne das Monster auch noch mitnehmen und alles so ein bisschen auf einen Wisch machen. Das hat funktioniert. Ich weiß zwar nicht, ob ich gerade auf die Rückseite des Pilzes zugelaufen bin, aber ja, bei Triple Advantage kann ich mir eigentlich sicher sein. So, was ist denn bei Gaius los? Habe ich am Ende der letzten Folge seine CP irgendwie noch so massiv runtergeballert? Wenn ja, habe ich das irgendwie nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber ist, glaube ich, nicht schlimm. Ich werde nämlich jetzt eventuell, er hat gerade Critical, aber das ist egal, mit White Rage das Ganze beschleunigen und ihn dann im Anschluss heilen. Das ist der Luxus, den uns sein Skillset einfach mal da lässt und warum nicht Gebrauch davon machen. So, weil die Pilze, die werden uns eh nicht gefährlich. Gaius kommt jetzt gleich nochmal an die Reihe. Das ist ganz wundervoll. Denn dann mache ich das Ganze einfach nochmal. Und dann kriegt er danach eine etwas größere Heilung, die er auch braucht. Und dann sind wir unserem Ziel ein Stückchen näher. Finde ich gut.
Alles, was auf die CP einzahlt, ist immer gern gesehen. Und wir sind bei 5700 ungefähr, also Mira jetzt umgerechnet. Und das könnte eventuell schon für die nächste Waffe reichen. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wie hoch die Kostenpunkte waren zuletzt. Aber ich glaube, das war so bei knapp 6000 oder so. So, wir brauchen Heilung. Heilungus. Eigentlich nur für einen Einzelnen. Boah, ich mache jetzt einfach trotzdem mal das hier. Ist zwar die übelste Verschwendung, aber ich habe gerade gar keinen Bock, irgendwelche Quarze umzustellen. Da müssen wir jetzt durch. Ich meine, der braucht ja seine EP ansonsten nicht. Glaube ich. Denke ich, hoffe ich. So, hier haben wir die letzte Lampe. Ich guck mal erstmal, ob wir hier noch in das angrenzende Gebiet weiter können. This highway leads all the way to Berea Heart. Yes, but it's not a distance any sane man would want to travel on foot. We're turning around. Okay, hatte ich auch nicht vor. Ich finde Legram eh viel schöner als Berea Heart. Obwohl beide Orte so ihre Daseinsberechtigung und ihre ganz eigene Schönheit und Ästhetik haben. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann Team Legram. That's the last of them. 14 lamps, there's a good day's work. The highway should be better lit now, though it's difficult to tell with all this fog. At least the residents of Legram should be safer as they travel the highway now. Now that we've finished up, we should report back to our client. Yeah, let's go back and see Duncan. Okay, vielleicht hat er sogar einen Donut für uns. Ey, das wäre... Das wäre mal der Super-GAU. Stellt euch mal vor, man bekommt von einem Auftraggeber, der Duncan heißt, am Ende Donuts geschenkt. Also ein bisschen lustig wäre das schon, oder? So ein ganz kleines bisschen. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Geheilt habe ich gerade. Gaius, dabei bleibe ich. Brauche keine EP. Ich würde sagen, wir sind gut gewappnet. Ich habe drei Leute, die S-Breaks haben. Also, was soll schon schief gehen? Eigentlich, oder? Wir gehen mal gucken. Warning! That must be the monster we were sent out here to defeat. It looks like it matches the description, but it's hard to tell with all this mist. Oh, it looks really strong. But we've got Lemmy on our side, so this should be a piece of cake. I wouldn't be so sure. Visibility is quite poor here. We can't take anything for granted. I agree. We should be thoroughly prepared before we engage it. Right. Ja, ich fühle mich eigentlich ganz gut prepared. Kann ich den von hinten erwischen? Und mir hier so einen kleinen Vorteil noch rausholen? Ich glaube, das ging bei den Questmonstern nicht, aber... Der hat mir gerade kurz den Rücken zugedreht. Ich glaube, ich habe die Chance irgendwie vermasselt. Oder es geht halt einfach nicht. So, ey, es sind zwei. Das ist aber unfair. Und ihr steht ganz schön weit auseinander. Das macht die Sache auch nicht viel besser. Also Namilium wird das jetzt egal sein. Weil sie sowieso das ganze Feld abdeckt, aber bei den anderen könnte das zum Problem werden. Deswegen werde ich mir das vermutlich erstmal noch aufsparen. Ich würde jetzt eher nicht nach vorne preschen, in der Hoffnung, dass die sich auf uns zubewegen und ich dann die restlichen S-Breaks sinnvoll einsetzen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, das ist ein guter Plan. So, aber Miriam startet jetzt erstmal mit ihrem gigantischen Breaker. Da bin ich mal gespannt, was das jetzt hier so im ersten Step an Damage imstande ist auszuteilen. Es ist so typisch, ne, dass die kleinsten und zierlichsten Charaktere in JRPGs so oft immer die größten, pompösesten Waffen haben. Wobei ich weiß gar nicht, ob Miriams Hammer am Ende größer ist als zum Beispiel das Schwert von Laura. Keine Ahnung. So, andererseits, wenn ich mich jetzt hier zurückziehe, dann kassiere ich natürlich einen Treffer, ne? Wenn ich die jetzt hingegen angreifen würde, hätte ich die Möglichkeit... Oh, die sind nämlich schon empfindlich, was Zustandsveränderungen angeht. Ah, ich glaube, ich werde mich jetzt mal auf einen stürzen. Ja, guck mal, sieht doch gut aus. Einmal assisten, bitte. Jetzt kommt die allerdings an die Reihe. Au! Und die machen nicht gerade wenig Schaden. Und jetzt sogar ein Crit. Ach, du grüne Neune. Gott sei Dank kommt das nicht zustande. Aber die sind ein bisschen zusammengerückt. Jetzt ist natürlich die Frage, reicht das oder reicht es nicht? Dass ausgerechnet Laura jetzt stunt ist, nervt so ein bisschen. Was ist denn das jetzt nochmal? Das ist Feint, ne? Also wenn ich stunt sage, meine ich Feint. Ich glaube, ich würde sie einmal tatsächlich zurückholen, weil ich jetzt am ehesten mit ihr...
weil ich jetzt am ehesten mit ihr den nächsten S-Break mal ausprobiert hätte. Ich weiß gar nicht, wer die zweitgrößte Range hat. Ich weiß nur, dass Rin, glaube ich, die kleinste hat. Ich glaube, Laura und Gaius sind irgendwie so auf gleichem Stand, aber da bin ich ganz sicher. So, Laura, dann kannst du einmal hier angreifen. Speed down, das ist auf jeden Fall okay. Und dann versuche ich... Nein, hier mal mein Glück. Oh, Mist, verdammter. Ich hatte so gehofft, dass es reicht. Ich werde jetzt hier auf den gehen. Auf den, der mehr Energie hat, weil ich vermute, dass er das nicht überleben wird. Familien ist schon fünfstellig gewesen. Laura sollte dem eigentlich nicht allzu sehr in irgendwas nachstehen. Ja, 15.000, perfekt. Okay, dann kriegen wir den jetzt auch noch irgendwie klein. Und zwar ohne, dass ich hier noch großartig mit S-Breaks arbeiten muss. Okay, jeder Biss ein Treffer. Ist ja ganz wundervoll. Also für dich, für uns eher nicht so. Ich habe jetzt trotzdem keine Lust mehr, in die Trickkiste zu greifen, weil ich glaube, dass es nicht notwendig sein wird. Den nächsten Bissen wird nämlich jeder vermutlich überleben, schätze ich. Okay, was hast du für ein Problem mit Rin? Lass unseren Chef in Ruhe, okay? Du willst die Damenwelt nicht gegen dich aufbringen, indem du Rin einfach auffrisst. Das haben andere menschliche Exemplare vor dir schon vor. Nur mit anders auffressen, weißt du? Mit weniger Blut und Schmerz und so. Also, vermutlich. So, dann, ja, war das doch mal ergiebig. Oh, zweimal Chrono Break. Das macht das Ganze so unwertvoll, ne? Wenn du das gleich zweimal bekommst. Gibt einem so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen unspektakulär sein könnte. Aber wir gucken erstmal. So ein Skada-Gem oder wie das heißt, wäre ganz geil, wo nochmal irgendwie 15 plus 15 auf Speed draufkommt. Well, that takes care of that. Hey, not bad for your first monster extermination. I guess we shouldn't have expected any less. The tough part was actually getting to the monster this time, though. True, this mist doesn't make for the smoothest of navigation. If the air was a bit clearer today, we might have been able to explore a few other routes through the area. But for now, we'd be wise to return to Legram and give our report. Yeah, let's head back to town. Wir haben sogar zwei Reports zum Abgeben. Juhu! Das Traurige ist nur, dass jetzt der Ort hier zu Ende ist. Ich fand ihn schön. Aber wir werden nicht allzu lange auf den nächsten warten müssen. Von daher, alles gut. Ach, Chrono Break ist sogar neu. Mann, was ist denn mit meiner Stimme? Warte mal. Keine Ahnung, ob jetzt irgendwas besser ist, aber ich hoffe, es reicht jetzt bis zum Ende der Folge. Also, Chrono Break hat ein Support-Skill mit Area-Effekt, slows down the flow of time for targeted enemies. Bringt nochmal plus 5 auf Speed, ist ja jetzt nicht so der Burner. Ich habe eigentlich ab zweistellig wird es hier interessant für die wenigen Slots, die wir haben. Aber Chrono Break? Ich hätte ja schwören können, dass wir das hier irgendwann schon mal aufgesammelt haben. Nur vielleicht in schwächerer Ausführung hier oben irgendwo. Aber, nö, scheint neu zu sein. Wir haben halt so viel Chrono-Zeug schon mitgenommen oder irgendwas, wo Break mit drin ist, ne? Aber nicht in der Kombination mit Chrono und Break. Na gut, dann soll es das fürs Erste gewesen sein. Weitere Kisten gibt es hier nicht. Und wegporten kann ich mich hier auch nicht, ne? Dann ist jetzt die Frage, nehme ich auf dem Rückweg... Ja, die nehme ich nochmal mit in der Hoffnung, dass wir vielleicht eine Shell noch gesponsert bekommen von dem. Yay, guck mal, eine ist es tatsächlich geworden. Damit habe ich theoretisch sage und schreibe einen weiteren Versuch, mein noch fehlendes Gericht zuzubereiten. Sollte ich das mal probieren? Das Problem ist, ich war mir, glaube ich, nicht zu 100% sicher. Ach doch, war ich. Doch, doch, Laura hat es nämlich irgendwie zweimal vergeigt, glaube ich, beim letzten Mal. Und Eustace hat das Krönchen, weil er die Kategorie 4 freigeschaltet hat. Also muss Laura jetzt hier nochmal ran. Denn sie ist theoretisch imstande und auch praktisch, wie wir gerade sehen, eine absolute Premium-Suppe zu zaubern. Die 3000 HP regeneriert, 150 EP und Burn cured. Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht nach den Sachen aus, die so für mich am allerwichtigsten sind, aber man nimmt, was man kriegen kann, ne? Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo ausgerechnet diese Suppe uns den Allerwertesten retten wird. Wer weiß, wer weiß. So, wir kehren jetzt erstmal wieder zurück. Ich wollte einmal kurz Daphne abchecken und nochmal gucken, ob sie da wirklich stand, ob ich beim letzten Mal mit ihr gesprochen habe oder ob mir nicht vielleicht doch irgendwie
letzten NPC entfleucht ist und ich den übersehen habe oder so. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber sicher ist sicher. Dann würde ich gerne in die nächste Waffe investieren. Auch wenn ich die, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht upgraden könnte, weil Mangel an U-Material und so. Und dann geht es darum, Questbelohnung abzuholen. Genau, und dann haben wir noch eine letzte Hauptmission offen. Das ist jetzt erstmal der Fahrplan. So, Haus 1 war, glaube ich, das hier. Genau. So, meine liebe Daphne, werde bitte nicht zum Tim 2.0. Weil der Tim, der hat mir in Heimdall auch nicht das Buch gegeben, obwohl er das eigentlich hätte machen sollen, laut Übersicht. So, du bist Daphne. The spirits are still abundant here in the ground, even now. We can't see them, but they're always here watching over us. They seem a bit irate today, however. Perhaps they found themselves a bit unsettled by our new visitors. Das haben wir beim letzten Mal schon gehabt, deswegen will ich jetzt hier gar nicht so mit Voice Acting und so übertreiben, aber warum gibt die mir das Buch nicht? Was soll das? Und Daphne, das geht so nicht. Das war anders abgesprochen. Das Internet hat gesagt, du kannst das. Das Internet hat gesagt, du hast ein Buch und du bist gewillt, es zu teilen. Also machen Sie das doch bitte. Ja, wir werden zu späterer Stunde nochmal zu ihr zurückkehren. Hallo, Duncan. Wir sind hier, um was abzuholen. Thank you very much for your help. A well-lit highway is always a boon to travelers. You needn't thank us. We were glad to offer our assistance. Hehe, I'm glad we were able to shed a little light on things. People will be better off for it. That's what matters to me. Oh yeah, I should return these. Aha. Jawohl. Many thanks. Well then, a good effort deserves a good reward in kind. Ja, gucken wir uns gleich mal an. Thank you very much. You know, this has kind of been bugging me the whole time, but isn't it a little weird that so many went out all at the same time? Does that happen a lot? Actually, no. It's a rather impressive coincidence now that you mention it, especially considering each light was last replaced at a different time. You said towards the one who normally handles replacing them, right? I wonder if he accidentally did something to cause this then. Perhaps he wanted us to experience the realities of the Bracer lifestyle. That's really stretching it. Indeed, I'm certain a man like him would never do something so pointless. Considering how cunning he already proved himself to be back in Brayerhard, it's not impossible. We're probably just overthinking things though, at least I hope we are. Weiß ich nicht, aber ich glaube nicht daran, dass es Zufall ist. Tatsächlich, aber ich glaube, das wird ja auch noch aufgeklärt. Ich meine, es wird einen Erklärungsansatz geben, der da Licht ins Dunkel bringt. Was wollte ich machen? Ja, ich wollte mir das Item angucken, was wir gerade gesponsert bekommen haben. Nämlich die Crystal Flood. Arts Defense plus 10 und Arts plus 7 creates a glistening river of ice. Line L. Sehr interessant. Für einen Magier zumindest. Ich guck mal eben kurz, ob ich hier irgendwas habe. Ja, das hier Harvest ist eventuell entbehrlich. Das hier vielleicht auch. Bin ich gewillt, Ariel aufzugeben? Darüber könnte man auch nachdenken. Ariel würde eigentlich am meisten Sinn machen, abzugeben. Weil hier habe ich halt 3 Zauber, die vielleicht nicht uninteressant sind. Aber hier habe ich einen höheren Arztboost als hier. Oh, es ist schwierig. Ich würde, glaube ich, jetzt das ja einfach mal austauschen. Ariel hat sich ja mal so ein bisschen bewährt, weil es günstig und reichweitenstark ist. Und das hier könnte aber noch interessanter sein. Soll sie mal die Crystal Flood bekommen? Ich meine, sie ist momentan eh nicht im Hauptteam mit drin. Von daher ist das vielleicht auch gar nicht so relevant, ob sie jetzt den einen oder den anderen Quartz hat. So, ich möchte einmal exchangen, bitte. Und zwar an dieser Stelle. Exchange, jawohl. So, und dann gucken wir mal ganz kurz, was wir hier noch an schönen neuen Waffen eventuell bekommen können. Für Laura gibt es noch eine neue zum Einkaufen. Und für Gaius. Aber warte mal, ich habe 5 Waffen. Die hier ist vermutlich für
Nee, die ist vermutlich für Uses. Achso, ja, genau. Hier kann ich nämlich einmal nach unten scrollen. Das Problem ist, solange ich die nicht upgraden kann, habe ich einen Speedverlust und einen Agilitätsverlust. Beziehungsweise hier sind es Arts. Gut, Arts sind entbehrlich, aber ich habe immer den Speedverlust. Und der tut mir irgendwie so ein bisschen weh. Ich guck mal eben kurz. Warte mal, wenn ich auf Customized Weapon gehe, dann brauche ich 4 U-Materials fehlen mir noch, um die nächste Waffe weiter zu verstärken. Ich könnte jetzt allerhöchstens mal gucken, wer am ehesten Speed verlieren könnte. Ich glaube, das ist Gaius. Gaius wäre dann nämlich immer noch vor Laura. Und dann hätten, ja, Milliam und Reen ihre Dings ein bisschen, ihren Vorsprung so ein bisschen ausgebaut. Oder ich würde die Dings nochmal so ein bisschen optimieren, die Quarze. Und ich meine, ich habe ja viele Möglichkeiten, den Speedwert positiv zu beeinflussen. Bei ihm ist halt das Problem, dass die Agilität auch runtergeht, während ich das bei ihr nicht habe. Das ist voll schwer. Ich kaufe die Waffe jetzt für Laura. So, dann soll sie die bekommen. Und dann werde ich jetzt ganz in Ruhe mal gucken. Weil ich hätte natürlich auch mal hier investieren können, ne? Ich geier hier schon wieder auf die Waffen, obwohl ich hier eigentlich mindestens einen genauso großen Bedarf habe. Na gut, vielleicht nach der nächsten Session, wo wir in irgendwelchen Dungeons unterwegs gewesen sind. Ich kann allerdings hier auch nochmal ordentlich was an Geld rausholen. Soll ich es wagen, hier mal auf 1000 runterzugehen? Oder ist das zu krass? Warte mal, neue Dings? Wo waren das nochmal hier? Neue Quarze werde ich vermutlich in nächster Zeit nicht reinholen, oder? Weißt du was? Ich werde das zugunsten unserer Einkäufe einfach mal eben schnell machen. Oh mein Gott, es kommen fast 13.000 zustande, wenn ich das jetzt hier mache. Ich glaube, das war eine sehr gute Idee. So, vielleicht wird es mir an anderer Stelle wieder fehlen, keine Ahnung. Aber dann kann ich mich hier jetzt wenigstens ein bisschen austoben und zum Beispiel so eine blaue Tunika mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich hier aus den Spaten irgendwas gekauft habe. Doch, die blaue Tunika, die habe ich schon mal für Reen eingekauft. Das ist ganz interessant. Dann werde ich das, glaube ich, so handeln, dass die Mädels diese Golden Mail bekommen. Ich habe das irgendwie Sinn. Ich wollte, glaube ich, von beiden sowieso jeweils 2 haben. Ich ziehe das hier einmal Gaius an. Ich habe auch noch Schuhe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt für Gaius noch die Waffe kaufe. Ich glaube, ich werde darauf verzichten, weil Ausrüstung hat halt immer den Vorteil, dass du das auch allen anderen anziehen kannst, während Waffen halt charaktergebunden sind, ne? So, hier habe ich noch die Erhöhung des Speedwertes, die ich eigentlich sogar höher gewichten würde als 10 Defensive on top. Insofern nehme ich das jetzt hier einfach mal mit. Bei Laura würde das mit einem Stärkeverlust einhergehen. Okay, sie hat scheinbar aktuell Schuhe angelegt, die ihr 15 plus auf Stärke geben. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich werde jetzt das hier einmal für Gaius noch kaufen. Ich muss gleich unbedingt die Speedwerte noch mal ein bisschen anpassen. Ich glaube, ich werde jetzt hier einmal noch so ein Ding auf Vorrat kaufen, ohne das jemandem anzulegen. Ich werde ein paar Folgen werde ich schon ja gar nicht mehr wissen, was ich hier eigentlich gemacht habe. Aber hier, diese Golden Mail, die nehme ich auch noch mal mit. Ja, ich kann mich noch nicht entscheiden, wer das bekommen soll. Das gucke ich mir alles gleich mal an. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen für Klarschiff sorgen. Moment. So, also erste Erkenntnis. Das habe ich jetzt Uses gegeben. Moment, diese Golden Mail war eine totale Geldverschwendung, weil ich wollte es ja eigentlich den Mädels anlegen, aber guck mal hier. Ich bin schon wieder im falschen Menü, warte. Wenn ich das jetzt vergleiche mit der Red Jacket, dann habe ich zwar einen Boost auf Defensive, aber einen massiven Verlust auf der Arts Defense. Und ich finde, das ist ziemlich unverhältnismäßig. Deswegen kriegt er das jetzt wieder, weil er vorher halt was Schlechteres hatte. Und ich habe jetzt beschlossen, hier nochmal ein Arzt 3 Dings zu kaufen. Warte mal, nee, falsch, falsch, falsch hier. Arzt 3.
Es ist furchtbar heute. Action 3 wollte ich eigentlich sagen, kann ich mir nicht leisten. Das Problem ist, ich krieg Laura jetzt hier mit dem Speedwert nicht hoch, ohne ihr eine massive Einschränkung mitzugeben bei irgendwas anderem. Weil ich wollte eigentlich diesen Skanda-Gem ihr übertragen, aber dann ist Milliam nicht mehr dreistellig und die kriege ich da auch nicht mehr hin, glaube ich. Also Milliam hat ja insgesamt auch den höheren Stärkewert, weil guck mal, ich wollte jetzt den hier nochmal austauschen, sie hat hier vorher Evade drin, ne? Ich glaube, ich lasse das jetzt trotzdem so. Dann hat sie halt 95, das ist in Ordnung. Gaius ist dreistellig, sie ist dreistellig und Rean ist auch dreistellig. Da muss Laura jetzt halt ein bisschen seltener an die Reihe kommen. Dafür ist sie Anführerin und hat damit hier irgendwie eine extra Rolle oder so. Kein Plan, wie ich mir das jetzt schönreden kann, aber sie wird dafür schon Verständnis haben, die gute Laura. So, das war das eine. Belohnung haben wir uns abgeholt. Monster war hier. Wo waren jetzt das dritte Ausrufezeichen eigentlich? Ich weiß nicht mehr, was die dritte Mission war. Chapter 5. Hier musste ich gucken. Hier waren sie alle aufgelistet, genau. Das war das mit dem Training. When you have prepared sufficiently, please make your way to the training hall. Okay, ich weiß noch, wo die ist, aber die war gar nicht eingezeichnet. Da fehlt mir das rote Ausrufezeichen. Habe ich doch nicht falsch geguckt. So, egal. Wir haben gute Neuigkeiten mitgebracht, Toval. Yo, seems like you took care of that monster roaming around out on the highway. We did, though with all the thick fog, finding our way was more trouble than I'd expected. We certainly had to pay close attention to our surroundings this time. It did serve as good training, I admit. That's good to hear. Oh yeah, can't forget the reward, can I? Here you go. So viel zum Thema Geld. Das sind nochmal 6.000, aber ich glaube, die werde ich mir jetzt aufheben. Sehr nice. Are you really sure we can have all of these? Not a problem. This is the reward the guild set for it, so it's all yours. It's not like I'm forking over fat stacks of Mira, so no need to worry. Thanks. Thank you very much. You deserve it. Save me from a real bother of a mission. Saved me mit D am Ende. Alright then, good luck with the rest of your tasks. Ist nur noch eine übrig, aber Dankeschön trotzdem. So, you still got one of your required tasks left to do, right? Well, what are you standing there for? Snap to it. Das werden wir. Wir wollten nur so höflich sein und uns nochmal adäquat anständig verabschieden. So wie es die Sitten in Le Gram hier verlangen. So, ich würde trotzdem ganz gerne die Zepid Mars jetzt einmal noch austauschen und in Mira umwandeln. Einfach damit wir das auch schon fertig haben. Und ja, dann sieht das doch wieder ganz gut aus, wenn wir das einmal exchangen. Sehr schön. Hätte ich jetzt noch die Möglichkeit, ein paar schwarze Zepids einzukaufen? Ich hätte es getan. Aber was nicht geht, das geht nicht. So, dann lass uns mal zu Training Hall rüberdüsen. Eventuell wäre eine Übernachtung gar nicht verkehrt. Im Aprikose-Inn kann ich nicht übernachten. Warte mal, wo sind wir hier aufgewacht? Wir sind hier nirgendwo aufgewacht. Wir haben ja noch gar nicht übernachtet. Aber doch, Hans hatte uns doch... Warte mal, wir sind doch nicht in der Training Hall gestartet. Geht's hier rechts noch weiter? Ach, hier ging es zum Anwesen. Okay, das war einfach noch nicht auf der Karte eingezeichnet. Jetzt hatte ich gerade kurz einen Logikfehler. Da ist die Mansion. Okay, dann weiß ich Bescheid. Jetzt muss ich noch das richtige Zimmer finden. Und dann übernachte ich und dann gucken wir mal, was in der Training Hall so passiert. Ist es egal, in welches Zimmer ich gehe? Ah, da kann auf jeden Fall resten. Oh, sieht aber auch gemütlich aus, ne? Das wäre einfach mein absoluter Traumort, sowohl für Urlaub als auch um hier zu leben. Ich glaube sogar, dass die Temperaturen mir hier taugen könnten. Es scheint alles sehr, sehr stimmig und Nagoya-konform zu sein, sage ich mal. So, Training Hall, here we go. Wir laufen zur Schlangenlinie, wir haben trotzdem nichts gesoffen. Mal gucken, ob wir trotzdem reingelassen werden. Soll ich speichern? Ich speichere mal lieber. Man weiß ja nie, ne? So, let's go. Die Schwerter haben wir ja beim letzten Mal hier schon klirren hören von außen.
Lass mal gucken, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Meeting Room, da stand sogar oben drüber, in was für einem Raum wir uns befinden. Das ist so ein bisschen der Vorteil zu Trades in the Sky, ne? Und hier haben wir den Waiting Room, dass du halt, ja, ich sag mal, durch die andere Perspektive, dass du halt direkt auch alles lesen kannst. Ich glaube, in Trades in the Sky hattest du immer Schilder, die du dann, den du interagieren konntest, um dann zu lesen, was da für einen Raum dich in dem Moment erwartet hat. Ist das hier Lohengrin Castle? Könnte sein. Und Training Room steht da oben drüber. Oh mein Gott. Genauso episch, wie es halt sein muss, ne? Für den Spiegelungseffekt hat es nicht ganz gereicht. Bin gespannt, ob das in der PS4-Version anders ist. Ich vermute aber nicht. Ich will keinem was Böses, ne? Aber ich habe vor kurzem Ys 9 ja durchgespielt. Und ey, Grafik ist für mich echt komplett irrelevant. Und auch wenn Spieler auf der PS5 aussehen wie zu PS3-Zeiten, kann das für mich noch eine dicke 10 von 10 sein, wenn das Spiel geil ist. Aber Grafik ist halt, oder so technische Umsetzung ist halt nicht so die allergrößte Stärke von den Falcom-Spielen, ne? Muss man halt leider so festhalten. Also was heißt leider, mein Spielspaß trübt das nicht, aber objektiv betrachtet ist es halt so. I'm pleased to see you back in the ground, my lady. You seem to have grown a lot since we last met. Hey, I can only hope so. Ich dachte, sie sagt jetzt du aber auch. Sie weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, wer er ist. If you're looking for Master Klaus, he's on the other side of the stage area. If you hear about the request, you should speak with him. Dankeschön. Das war uns schon klar. Ich wollte nur mal wieder nett sein und euch willkommen heißen. Interessante Haarfarbe hast du. I'm not done yet. Just you watch. I'm gonna get even stronger. Na dann. Alles klar. Ich glaube, das imponiert einer Laura. Ich glaube, sie mag Menschen, die danach streben, besser und besser zu werden und auf ihre Ziele hinzuarbeiten. Hallo, Gaveli. Come at me, Aris. Give me the best you've got. Aha. Fleißig am Trainieren, wie man sieht und hört. Oh, du siehst aber noch sehr jung aus. I'm not going to hold back, Gaveli. 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 Gaveli? Gaveli würde ich mit 2L schreiben, wenn ich so aussprechen würde, aber Gaveli klingt auch so kaputt. So, Klaus, here we are. I've been eagerly awaiting your arrival. I see you were able to begin your field study without incident. We were. Thank you for your help. Incidentally, I noticed it was you yourself who placed this request for us. Indeed, I did. I hope it wasn't too presumptuous of me. My request is merely this. I would like you to engage in a training bout with the students of the Arsate School. That's what it says in the request description. Requests description, man. It's not often we get a training opportunity like this. But are you sure we provide enough of a challenge? Oh, I'm certain of it. By my assessment, you're all more than capable combatants. A swordsman of the famed 8 leaves one blade school and adept in court fencing, even a seasoned spearman. You each seem to handle your weapons with the poise only born of many battles, the young lady included. You can tell all of that just by looking at us? But you've never seen us fight. Be that as it may, he seems to have a pretty good idea of what we can do. It's like he can even tell that Lemmy's here. Well, I've mentioned all of you before in my letters home, though I expect Klaus could easily have deducted that much nonetheless. Deduced. Sorry. He makes a strong case for his position as acting master of the Arsenate School at the very least. I'm flattered. All of your training here right now are the beginner level. I believe you'll be an appropriate match for each other in terms of skill. It sounds like the kind of hands-on lesson even a Thor's education can't buy. Very well. We'd be happy to accept. You have my thanks. If it's all right with you, I'd like to begin right away. Let me know when you're ready. Ja, ich bin über Nacht nur speichern gewesen, alles gut. We're all ready, just give the word. Yeah, excellent. Then please take your place on the stage in the center of the hall. Ooh. Spotlights on. Quest Arsenate School Training Bout started. Mhm. Mal gucken.
Das haben wir bestimmt von den Schützlingen hier erstmal verdroschen. Listen up, our opponents are Lady Laura's classmates. They may be young, but don't underestimate them. I know. Hey, I'm not planning to lay down for these guys. I'm not planning on losing either. Das ist auch schon mal gut. Oh, no fair. Why can't I join in? Hey, it would hardly be a fair fight if you summoned your doll to battle. As a student of the school, I also have to resist the urge to join in. Being a spectator can still teach us much, though. Lame. Oh, du kommst auch schon noch auf deine Kosten bald. So, these are our opponents from the Arcade School. Klaus said they're all at the beginner level, but in this school, I'm betting even the beginners are pretty skilled. Indeed, it would be unwise to underestimate their ability. We're gonna need to give this all we've got for us and for them. We can do this. We have variety on our side. Is everyone ready? Then begin. Thus our training bout with the students of the Arcade School started with a bang. They were as skilled as we'd suspected, and we were forced to play to our strengths, relying on the team tactics. We toned by fighting together. Finally, after a long and hard-fought battle, we emerged victorious. The battle has been decided. Durften wir jetzt selber also nicht ran? Schade eigentlich. We did it. You barely scraped out a victory there. Oh man, we lost. How shameful. Seems like we still have a long way to go after all. Yeah, we're going to have to turn our training up a few notches. Thanks for coming out and giving us a good fight. That battle made for some excellent training. You can say that again. I know I learned where I could stand to brush up. Your skill in battle was befitting of the reputation of the Arcade School. He's right, you all fought wonderfully. It was an excellent battle. I see you've all been diligent in your training while I've been away. Boo! What now, Miriam? I wanna fight too! Eigentlich müsste man Miriam dann reinbringen und sie aber quasi als zwei Teilnehmer werten, ne? Oh my! Miriam, don't do! Oh man, ey. What the hell is that? A silver doll? Miriam. Honestly, are you incapable of sitting quietly for just 5 minutes? But just sitting here watching you guys fight is so boring. I'm ready to jump in. Come on, you don't just want to sit on the sidelines either, right, Laura? Well, I don't suppose I can deny that. You too, huh? This does present a bit of a problem. I think having a Gentlem take the field might give us too much of an unfair advantage. Ho ho ho, well if that's the case, allow me to serve as your opponent instead. Huh? Master Klaus? Ooh, jetzt kommt der Master of Disaster. I may not be the young man I once was, but I'm still the acting master of this school and caretaker. For his lordship in his absence, I believe you find me a worthy opponent, even for that silver puppet. Wow. His stance leaves almost no openings. I can see that acting master isn't simply an honorary title. I see, but if Klaus is going to join the battle, I would like to as well. Laura? Lady Laura? I've been defeated by Klaus on more occasions than I'd like to count. I'd enjoy the opportunity to show him how much I've improved. As you wish, then. Show me all that you've learned during your time at the Academy. Oh, this is getting exciting. Well, this seems to have escalated rather quickly. I suppose not everyone has the patience to sit on the sidelines, especially when they're itching for a good fight. Good grief, what do you think we ought to do? I don't think there's anything we can do. Master Reen, I would greatly enjoy the chance to cross blades with the skilled swordsman of the 8 Leaves 1 Blade School. Would you be willing to participate as well? Oh, of course, I'd be glad to accept. Good, good. How about you choose one more of your classmates to round out your team? You'll all be facing me. And if you're able to defeat me, you will have completed my request. Heh, in that case...
Ich muss ja Gaius nehmen, weil ich mit Usus und Emma auf Equipment-Seite halt nur auf Sparflamme unterwegs bin. Insofern, go Gaius. Care to join the fun, Gaius? Sounds good to me. Mhm. Okay. Das hat jetzt, glaube ich, ein bisschen Boss-Niveau, der bevorstehende Kampf. Hätte ich mich mit den CP vielleicht ein bisschen besser vorbereiten müssen. Then let us begin. But please don't hold back on account of my age. Hey, I doubt you even give us the opportunity to do so. No doubt I can feel his power already and he hasn't even made a move yet. We're going to need to come at him with everything we've got, even more than that last fight. Hehe, I wasn't planning on holding back anyway. Alright then, begin! Alles klar. Na, dann gucken wir mal. Klausi, was wird ihr so entgegensetzen können? Warum sind meine Links entfernt? Was ist denn da los? So, ich linke mich mal einmal mit Gaius. Aber ich bin ja auch gar nicht so darauf angewiesen, dass jetzt zum Beispiel Milliam ihre CP voll hat, weil es ja nur ein einzelner Gegner ist insofern. Meine Leute stehen aber auch weit auseinander. Irgendwie sind meine vorigen Einstellungen alle nicht abgespeichert. Aber okay. Er braucht auch ein bisschen, bis er das erste Mal an die Reihe kommt. Hier den Link nicht vergessen. So, dann lass mal gucken, was wir hier... Oh, der hat fast 50.000. Nicht schlecht, der Specht. Die Zustandsveränderung ist eher schwierig. Den magischen Weak Spot hat er auf den ersten Blick auch nicht. An elderly butler who serves Viscount Arsaid serves as acting master of the Arsaid School. Irgendwie ist der Text voll pixelig. Oder bin ich gerade nur blind? Der ist voll pixelig hier gerade auf meinem Bildschirm. Weiß nicht, aber nur die rote Schrift. Der Rest hier ist ganz normal. So, was tun? Ich glaube, ich attacke erstmal mit allen. Ich meine, ich habe ja hier eine gewisse Chance, dass dadurch auch Zustandsveränderungen auf den losgelassen werden. Du kannst auch nochmal angreifen. So, und jetzt werde ich erstmal mit Gaius in die Vollen gehen. Wir starten einfach mal hiermit. Da hat man ja, glaube ich, je nach Charakter auch irgendwie so eine 100% oder zumindest eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine Zustandsveränderung zu wirken. Ich glaube, beim guten Klaus wäre alles hilfreich, egal in welche Richtung das geht. Aber der hat bisher allem resistet, was ich hier in den Ring geworfen habe. Okay, Rin ist der Nächste. Rin ist der Nächste, der müsste aber einmal angreifen. Der ist dann auch mit einem Critical Hit gleich an der Reihe. Ich hoffe, dass Klaus gleich nicht auf Rin losgehen wird, aber mal gucken. Autschen. Gut gekontert auf jeden Fall, Gaius, aber wir stehen noch. Ist er noch am Leben. Aber der kommt gleich schon wieder ran, der gute Klaus. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal nochmal mich neu orientieren. Rin hat jetzt die 200 voll. Braucht aber auch wieder eine Weile, warum auch immer, bis er an die Reihe kommt. Was habe ich denn hier Schönes? Impede, Feint. Physical Immunity geht aber nur auf sich selbst. Stärke reduzieren. Das könnte helfen. Aber warte, ich wollte jetzt einmal kurz gucken, ob Feint... Bei ihm, ob da überhaupt die Möglichkeit besteht, das tut sie nicht. Der hat das ausgenullt. Okay, dann würde ich es einmal tatsächlich hiermit probieren. Weil wenn das gelingt, mit der reduzierten Stärke, der hat resistet. Aber galt das jetzt für die Zustandsveränderung? Der hat diesen Effekt nicht mit der reduzierten Stärke, ne? Das wäre auch zu cool gewesen. Warte, ich würde einmal noch Flamestash hier machen. This old dog still knows a few tricks. Oh oh. Aber erst kommt Rin an die Reihe, okay? Und danach kannst du uns deinen Trick demonstrieren. Ich hoffe nur, dass mir jetzt hier nicht gleich irgendjemand drauf geht. Ich könnte jetzt noch mit Milliam direkt nachsetzen. Warte, ich mach das. Ich habe Angst vor dem, wie unschwer zu erkennen ist. Ist mir jetzt zu risky, darauf zu spekulieren, dass ich hier die vollen 200 mit ihr noch erreichen kann. Wobei, ich hätte jetzt natürlich auch die ganze Zeit mit dem stärke reduzierenden Riot irgendwas angreifen können. Aber so ist mir schon ein bisschen wohler. Mal gucken, wie groß der Unterschied ist. Ja, immer noch fünfstellig. Na, aber hallo. Der piekst jetzt erstmal auf Gaius ein.
Okay, also so geht es. Und wie gesagt, für den Kampf klopfe ich mir nicht auf die Schulter, weil den, ja, eigentlich muss man, wenn man die Kämpfe ehrenhaft abschließen will, dann schafft man das auch ohne S-Breaks. Das habe ich jetzt hier natürlich nicht gemacht, das ist mir schon klar. Aber, ja, wenn ich die Herausforderung suchen wollen würde, dann hätte ich ja direkt auf Nightmare gespielt, ne? Ich weiß gar nicht, ob Nightmare von Anfang an zur Verfügung steht als Schwierigkeitsgrad, aber ich glaube, ja. Ja, nee, Ende gut, alles gut. Ich habe auch andere Bosse schon auf diese Art und Weise gelegt, aber für den richtigen Kick könnte man auch mal versuchen ohne, ne? Macht sicherlich auch Spaß. Dauert dann halt nur ein bisschen länger, ne? Und braucht vielleicht ein paar mehr Anläufe. Aber du warst ein guter Gegner, Klaus, also Respekt. We stand victorious. Ja, aber guck mal, wie viele ihr seid und guck mal, wie viel er ist quasi, wie alleine er ist. Sollte uns allen zu denken geben, ne? Wow. Did they seriously defeat Master Klaus? I should have expected no less. It's been quite some time since I was last bested in combat. He doesn't even seem all that tired. I guess that's the acting master of the Arcade School for you. Oh ho, gracious me, what a thrilling battle. And your silver puppet was more challenging an opponent than I had anticipated, young lady. Well, there aren't many people out there who can handle Lemmy's swings as well as you did. And the Radiant Blademaster is supposed to be on a whole different level. It sure is a big world out there. Indeed it is. Incidentally, Master Reen. Yes? It was an honor to see the skills of a practitioner of the Eight Leaves One Blade style firsthand. However, I couldn't help but sense you holding something back, a wavering of your clear intent, if just for a moment. Holding something back? I thought so. I apologize if I said something impertinent. You needn't pay any mind to the ramblings of a foolish old man. No, I appreciate your saying so. I'll take it to heart. Huh? I don't get it. But anyway, I guess that means we've got this request all wrapped up, right? Certainly. Thanks to your assistance, this was a most fulfilling training session for everyone. Just being able to watch such an amazing fight, it got me all fired up. We're immensely grateful for all you've done for us. Not at all. It was our honor. When we meet again, I'd enjoy the opportunity to have a training bout with you myself. It would be our pleasure. We'll be sure to train to the fullest extent of our abilities in the meantime. You won't be disappointed. It's only been a few short months, but your growth has been considerable. I'm certain you have your fellow classmates at the academy to thank for that. When I see how well you fight together, I'm filled with the deepest of admiration. I agree. I think they're the reason I've been able to grow like I have. Even taking on this request has helped teach and strengthen me as well. Laura. The day will eventually come when you'll be able to best me in single combat sooner than you think at that. And you can be sure I'll continue devoting myself to my training pursuing that goal. I'm very much looking forward to it. I wish you all the best with your field study here in Legram. May it be a rewarding and fulfilling experience. As butler to the Arcade household, I'll be praying for your success. Thank you for your kind words. Oh, die Familie kann echt stolz sein, ihn zu haben. Ich glaube, wenn Laura älter wird, wird sie genauso wie er. Wertschätzend, gut erzogen, voller Respekt für seine Umgebung, aber auch voller Leidenschaft für das, was er so tut. Und das feiere ich. Das sind auch genau die Attribute, die ich an Laura so schätze. Quilin, das ist neu. Laura's S-Craft Radiant Blade Dance was strengthened to become Radiant Blade Waltz. Geil. Cool. Wir werden sicher Gelegenheiten finden, um das mal zu vertesten. Aber erstmal kurz einen Blick hierauf werfen. Oh mein Gott, Stärke plus 30. Wie geil. Attacks, Craft Scores, Stärke minus 25, All Defense 25, 10% Chance. Okay, das werden wir definitiv verbauen. Die Frage ist nur, bei wem? Was war das für eine Kategorie? Das war hier die goldene. Wer hat denn hier so goldene vorgegebene Slots? Haben wir hier jemanden? Nee, nicht in der jetzigen Gruppe. Hier. Jusis hätte dafür Platz, aber Jusis ist nicht in der Hauptgruppe.
Wobei man jetzt gerade fast drüber nachdenken könnte, ne? Bei der Möglichkeit, die sich hier ergibt. So, also bei ihr habe ich wenig Handlungsspielraum. Hier könnte ich eventuell sowas austauschen. Dann hätte sie nochmal 20 on top. Detection. Ja, das hier würde ich rausnehmen. HP, aber es ist halt gekoppelt an Blau. Das hier könnte man auch rausnehmen. Ich könnte auch Action rausnehmen, aber das will ich nicht. Ich will den Speedwert möglichst weit oben haben. Sonst habe ich ja nichts davon, wenn ich jetzt ihre Stärke booste, wenn sie dann aber kaum an die Reihe kommt. Course minus 25 Speed oder automatisch analysieren. Ich lass mal das mit dem Speed drosseln drin und werde stattdessen das hier reinnehmen. Das heißt, wenn sie jetzt angreift, ne, dann hat sie die Möglichkeit, sowohl Stärke als auch Defensive als auch den Speed, um jeweils 25% zu senken beim Gegner. Das ist eigentlich eine mega coole Kombination. Finde ich gut, kann so bleiben. Sag mal, hat jemand eigentlich seinen Master Quartz inzwischen auf Stufe 5? Ich kann hier leider nicht mit den Schultertasten rumswitchen. Die sind alle noch auf 4, alles klar. Sehr gut, das war doch mal eine sehr ergiebige Session. Was ich hier nur ein bisschen schade finde, ist, dass hier keine Frauen sind bei den Teilnehmern. Es sind alles nur Kerle. Dabei ist Laura doch so eine coole Vorreiterin. Vielleicht sind die alle gerade nicht da oder kommen zu Spätschicht oder so. I learned a lot testing myself against your spearmanship, your court fencing and even against that strange stuff. I feel as though that fight gave me so many new ideas about how I might improve my own skills. It's we who should be thanking you. The opportunity to go toe to toe with a student of the Arcade School was a valuable experience. Now we need to open our minds and let the winds of learning blow in. Das ist, glaube ich, schon passiert. Das kennen wir. This is exactly why I find studying the way of the sword so fascinating. Ich glaube, das geht allen so, die sich hier bewegen. Aber ich glaube, Klaus wird da auch einen guten Anteil dran haben. Ich glaube, der lebt das hier ganz gut vor. I can't believe you were able to best Master Klaus, Lady Laura. You really have grown. No doubt you've been training ceaselessly during your time at the Academy. I still have a lot to learn before I'm worthy of such high praise. I need to redouble my devotion to my training if I aim to best Klaus in single combat. Yeah, we'll be pouring everything into our training here, right alongside you. Alles klar. Also, whatever you've been doing at the Academy, you seem to have grown a great deal. We can't afford to neglect our training either. Man muss aber auch sagen, ich will jetzt nicht Lauras Leistung oder so schmälern, ne? Der wird halt auch nicht jünger. Der ist schon relativ alt, würde ich jetzt mal vermuten, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Aber das wird an seiner körperlichen Physis halt auch ein bisschen was verändern, ne? Also es ist nicht nur so, dass sie stärker wird, sondern er halt im Laufe der Zeit halt auch logischerweise immer ein bisschen schwächer. Okay, Dad, let's review what we learned earlier. That erinnert mich an mein Blitzball-Team aus Final Fantasy X. Care to go a few rounds with me? I was thinking you'd never ask. Let's do this. Wie alle hier gerade voll on fire sind. After seeing that battle earlier, I can hardly sit still. Watching that gave me a clear image of what I want to achieve next. Achieve war gerade voll falsch geschrieben. After seeing that battle earlier... Guck, da fehlt ein I. Sei denn, es gibt ein Chive oder so, irgendein Verb, was ich noch nie gehört habe. The techniques of the Arcade School can be adapted to fit most any weapon and be used against all manner of foes. That's why someone as skilled as the acting master can even take on something as imposing as that silver doll. He's really something else, isn't he? Yeah, he's pretty tough for an old guy. Me and Lemmy are gonna have to take our game to the next level. Mhm. The techniques of the Arcade School can be adapted to fit most. Das kennen wir schon. So it makes sense that someone as skilled as Master Klaus is capable of such precise and artful combat. Ja, das ist, dem können wir nur beipflichten, nach dem, was wir hier live in der Praxis erlebt haben. Their training bout seems to have been a valuable experience for the students, and to tell the truth, I had a far more enjoyable time than I expected as well. I would very much enjoy the opportunity to challenge you again in the near future. Haha, it would be an honor. I look forward to it.
Irgendwie glaube ich das auch allen Beteiligten. How many years has it been since I was last forced to my knees in battle? I can scarcely even recall. I feel as though I've returned to my days as a scrappy youth. Naja, hast alles sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und ich finde, das ehrt ihn auch, dass er da noch was Positives draus ziehen kann aus seiner Niederlage und trotzdem irgendwie seine Freude dran hat. Ist halt ein richtiger Ehrenmann, ne? Wie er im Bilderbuche steht. Gut, ihr Lieben, wir werden beim nächsten Mal die Training Hall verlassen und mal gucken, was LeGram als nächstes für uns parat hält. Vermutlich werden wir dann auch in den nächsten Tag schon reinstarten mit neuen Aufgaben und allem drum und dran. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Vielen Dank fürs Einschalten heute. Würde mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!